Ja, der ist zum einen für den Auszubildenden oder die Auszubildende selbst attraktiv, weil ich in einer Ausbildung ab dem ersten Tag im Prinzip Praxiserfahrung habe und in dem praktischen Beruf was erlerne. Die Besonderheit von dem IHK-Ausbildungsberuf ist, dass es eine sogenannte duale Ausbildung ist, eben berufsbegleitend die Theorien der Berufsschule vermittelt wird. Das ist ein Exportschlager von Deutschland, ist eine deutsche Erfindung. Weltweit werden wir darüber beneidet oder von beneidet und ich kann es nur jedem empfehlen, nach der Schule als erstes den Weg in die Ausbildung zu suchen. Wenn jemand klar ist, sich fürs Studium entscheidet, kann ich das verstehen. Wenn aber jemand noch in der Orientierungsphase ist, noch nicht weiß, wohin soll mein späteres Leben gehen, ist die Ausbildung sicherlich ein erster Weg, um zu sehen, in welcher Branche, in welchem Unternehmen, in welcher Unternehmensgröße fühle ich mich wohl und kann danach immer noch entscheiden, mache ich ein Studium, mache eine entsprechende Weiterbildung. Der Vorteil in der beruflichen Ausbildung ist auch, dass inzwischen die berufliche Aus- und Weiterbildung so viele Chancen und Möglichkeiten bietet, dass es auf jeden Fall ein Einstieg in den beruflichen Aufstieg ist.